So. Und das ist auch meine Begründung, warum ich das dann lieber immer ein bisschen nur so drei Folgen aufnehme. Das reicht auch vollkommen. Ich meine, das ist ja nicht viel. Drei Folgen ist wirklich, also ist nicht wenig, sagen wir es mal so. Nicht, ja, genau. Ist ja auf keinen Fall zu wenig. Drei Folgen gehen ja wirklich klar. So, aber wie gesagt, ich finde es auch, was auch immer so als Diskussion vielleicht bei Amt zu bei manchen Leuten kommt, ist, warum haut ihr so viele Folgen raus? Das ist wirklich für uns so eine Sache. Ich sehe das nicht so, weil wir machen YouTube gerne und wir machen es, wenn wir Spaß haben. Wir haben Spaß an vielen verschiedenen Spielen. Deswegen machen wir von vielen verschiedenen Spielen Let's Plays. Und ich finde, da kommt es nicht unbedingt auf die Anzahl jetzt wieder drauf an. Da kommt es ungefähr auf den Spaßfaktor immer drauf an. Und ich finde, man kann seine Videos zwar punktuell, so wie bei Ultimate Team jetzt, verbessern, aber im Grunde genommen kann ein Let's Player nie so großartig was verbessern. Gerade bei storygetriebenen Spielen kannst du ja nicht so viel über machen unbedingt. Heißt, du hast eigentlich relativ wenig Arbeit, aber viele Leute, die halt gerade größer oder kleiner sind, machen halt einen riesen Tamtam draus, dass es so viel Arbeit wäre, was die machen. Ist es nicht unbedingt. Ich meine, die Leute chillen halt einfach mehr oder muss einfach sagen, viele große Let's Player spielen auch noch viel in der Freizeit außerhalb von jeder Aufnahme. Das ist halt bei uns in letzter Zeit dann irgendwie nicht mehr der Fall. Wir spielen dann meistens auch in der Aufnahme, außer Altes. Da fahren wir auch außerhalb von Aufnahmen, aber sonst ist wirklich, oder jetzt haben wir, obwohl in letzter Zeit haben wir auch ein bisschen FIFA Pro Club wieder außerhalb von Aufnahmen gespielt, da wir ja Pro Club nicht aufnehmen, weil das für uns nicht aufnahmefähig ist, zumindest bei diesem FIFA. Ja, wie gesagt, das ist dann immer so eine Sache alles. Wir werden jetzt hier mal gerade ein paar Leitern machen. Und ich habe die wieder richtig skillful gerade gemacht, das ist richtig behindert. Moment, muss mal gerade ein bisschen was hier machen. Machen wir gerade so rum alles. Einmal so. Einmal so. So, hier ein bisschen was übrig lassen. Wunderbar. Das sollte reichen, hoffentlich. Ach komm, ja, machen wir noch eine mehr, dass wir hier nicht zu viel Sticks im Inventar haben. Das geben wir sonst auch auf den Sack. So, haben wir hier 30 Stück. Dann nehmen wir noch ein paar Minecarts mit. Und Gleise brauchen wir dafür auch noch eine, wo es immer reinrutscht. Also ein normales Gleis dürften wir hoffentlich noch haben. Haben wir ja teilweise auch benutzt, die ganze Scheiße, bei unserem Rail-System, was wir hier unterirdisch haben für das, was wir ja quasi ersetzt haben durch das reine Trichterweiterleiten, haben wir jetzt mit so einer Railbahn gemacht unten drin. Also unten zwischen dem Feld habe ich ja schon verlängern gemacht. Also doch, wo auch noch Pierre dabei war und so. Was wollte ich jetzt? Ich brauche noch meine Minecarts und ich brauche noch eine Schiene. Heißt, ich nehme erstmal ein paar Minecarts mit. So, dürfte reichen. Dann nehme ich noch ein bisschen eine Schiene noch mit. Eine Schiene und ein bisschen Cobblestone oder irgend sowas. Ja, schon alles irgendwie in Öfen. Nehmen wir mal ein bisschen Cobblestone noch mit. Und eine Schiene. Wo haben wir da noch welche? Das ist jetzt die Frage. Wo haben wir die scheiß Schienen hin? Normalerweise sollten die in der Restetruhe sein eigentlich. Aber hier sind sie nicht. Ah. Oder ich bin gerade einfach nur zu blind dafür. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Nee, aber die sind hier anscheinend nicht drin jetzt gerade. Was mich ein bisschen nervt, wenn die hier nicht drin sind. Ja, ist ja immer nicht gut hier. Wo sind die scheiß Schienen? Wo haben wir die hin? Ich habe doch auf keinen Fall alle Schienen, die wir hatten, verbaut. Never ever. Egal, machen wir einfach mal neue. Oh, Sache ist, Schiene weiß ich nie wieder nicht auswendig, wie die Scheiße funktioniert. Aber dann müssen wir einfach mal gerade nachgucken. Und ich mache mal gerade ein cooleres Lied. So. Also ein lauteres und ein cooleres. Warum ist denn die Musik überhaupt gerade so leise? Boah. Okay, passt. Ich guck mal gerade ins Minecraft-Wiki nebenbei. Ah. Und zwar suche ich Schienen. Schienen. Beziehungsweise Schiene. Singular. Ein Stick und sonst Eisen. Okay. Ach so, ein Stick, so rum und sonst Eisen. So rum war das nochmal. So, und da haben wir direkt 16 Stück raus, ist natürlich eine große Menge. Erstmal gerade hier wieder ein bisschen.
so einstellen, dass ich die auch mal selbst höre, weil gerade mir mein Ton hier weggeht. Das passiert manchmal, wenn die Musik zu leise ist. Aber ich finde sie eigentlich gerade relativ entspannt und nicht zu laut. Naja. Jo. Da haben wir natürlich 16 Gleise, die wir niemals gebraucht hätten in dieser Anzahl. Aber hey, wir haben es, ja. Wir haben es wirklich. So. Dim. Minecart nicht unbedingt, aber Leitern. So, irgendwie in Viererschritten haben die das gesagt, ne? Das heißt, ich mache hier das so hin. Und dann brauche ich hier die erste Leiter. Und, hier dann so den Schacht. So. Und hier muss ich das dann irgendwie so, mal, kann ich eigentlich auch, da brauche ich eigentlich gar keinen Cobblestone für. Das kann ich eigentlich wirklich so machen. Und dann kommt hier nämlich so eine schöne Lore drauf. Und die geht direkt weg. Geil. Minecart, Lore, wie auch immer. Ach komm, ey, ohne Scheiß. Die soll hier unten reinfallen dann. Naja. Boah. Geil. Egal. Gucken wir mal, ob es so rum funktioniert. Ich bin mir nämlich gerade nicht so sicher. Nein, funktioniert anscheinend nicht. Mhm, läuft bei uns. Aber wir haben ja eh noch genug dabei. Von daher. Ja, so geht's auf jeden Fall nicht. Das ist das Problem. So vielleicht. Moment. Ach komm, wir gehen einfach mal gerade runter, sammeln's ein. Und machen hier dann nochmal einen Turm, den wir dann wieder abbauen müssen. Yay! So, meine ich eher nämlich, dass er hier das verbinden kann, mal. So, irgendwie so. Ach, geil, läuft vor allem bei uns tierisch hart, weil hier nichts drunter war, aber... Alter, wie inkompetent ich gerade, was das Bin angeht, geht ja gar nicht klar. Da gibt es irgendwie so einen Trick für, dass das total easy ist, aber irgendwie checke ich den noch nicht. Obwohl ich es mir angeguckt habe vorher. Ja, läuft auf jeden Fall. So, jetzt aber, ne? Ja. Das soll hier so reinrutschen, ne? Geht wahrscheinlich am besten, wenn man es irgendwie von unten macht, genau. So rum war das am besten. Immer wieder von unten die Scheiße nachfüllen. So. Heißt, wir müssen das Ganze ja auch so machen. Das heißt, hier. So, und dann irgendwie von da oben, genau. Heißt, man macht das irgendwie, glaube ich, so. So war die perfekte Aufteilung. Wir werden jetzt mal sehen, ob das so klappt, wie ich es ungefähr denke. Oder ob das so war. So. Nein, genau. So war angeblich das Beste dafür. Das heißt, dass man hier dann jetzt die Schiene hinmacht. Moment. Zack, hier dann der Minecart. Dann, ja, machen wir mal hier einen Abgang. Mal ein bisschen diese Steine hier wieder aufsammeln, die sind ein bisschen kostbar für uns. Und jetzt müsste das Ganze so gehen. Jo, geht. Gut. Okay, läuft. Ja, wird aber ziemlich mühselig so auf Dauer, aber egal. Haben wir nicht gesagt, dass es einfach wird, ne? Vor allem sind wir hier ein bisschen weiter weg vom Turm, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Einzige, was mich ein bisschen nervt, dass die scheiß Minecarts quer hängen gerade. Naja, egal. Die müssen doch auch gerade, egal. Scheiß auf gerade. So, ha. Heißt, hier muss wieder so eine Leiter hin, glaube ich. Ja, da rutschen wir nach unten weg, leider.
Boah, Alter, müssen wir es wirklich immer von oben machen? Das ist ja richtig schwul. Jetzt nichts gegen schwul oder so sein, aber es ist. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Aber. Boah, nervig. Heißt, wir müssen es wirklich. So machen. Boah. Ach so, das waren die. Ja, Alex wählt das falsche Material aus, dann funktioniert es auf jeden Fall. Wir merken, dass wir schon, dass meine Augen schon langsam schwer werden. Und dass mein Hirn langsam auch anscheinend schwer wird. Aber es, wie gesagt, das werde ich jetzt auch nochmal gerade ein bisschen antesten, wie das hier funktioniert. Und mir geht es bis auf den Sack, dass das Minecart hier schief drin hängt. Ich will nicht, dass die schief drin hängen. Ich will das schon richtig machen dann direkt. Und so, dass es fresh aussieht auch. Deswegen mache ich es gerade nochmal. Ist zwar gerade ein bisschen behindert, wie ich das mache, aber naja. So. So. So war das. Und dann. Die Minecarts habe ich auch so rum rein. Boah, Alter, komm. Gib mir so einen Sack. So. Und jetzt wird es trotzdem schief beim Runterfallen, oder was? Ja, geil. Wird wirklich immer so. Geil. Ja, komm, nimm die scheiß Steine auf. Och, geil. Die buggen jetzt hier gerade mal ein bisschen rum, die Steine. Läuft bei uns. Ja, komm. Bau ab. Schön. Doll gemacht. Hat sie was von kaufen? Nein. Und wir müssen mal was essen, dass unsere Herzen wieder regenerieren, weil wir da jedes Mal runterjumpen. Aus der Höhe. Das ist nicht so cool irgendwie gerade gewesen. So. Müssen wir mal gucken, ob die Höhe hier reicht. Ich glaube, dahin und dann hier wieder das nächste, ne? Wenn die nicht so hoch fallen, dann funktioniert es, glaube ich, auch, dass die sich nicht so von der Bewegung her so hart ändern. So. Müssen wir jetzt hier irgendwo noch hinkriegen? Ach. Ist noch dumm. Lasst unser Meisterwerk selbst kaputt machen. Meisterwerk. Witzig. So. Vielleicht passt der jetzt. Und jetzt müssen wir hier. Okay, geht genauso. Okay. So, heißt hier. Heißt dann wieder. Moment. Leitern. Eins, zwei. Nee. Das hier zählt nämlich mit, habe ich glaube ich gesehen. Eins, zwei, drei. Heißt hier muss wieder so eins hin. Okay. Und hoch kommen und ja, hoch ist es wirklich so schnell. Nur runterkommen ist nicht so schnell, aber dafür werden wir dann aus Ranken eben einen anderen Graben machen. Also einen Graben hier an der Seite, hier, wo wir dann über, wo dann uns mit Ranken auffängt. Was dann ganz cool aus, cool sein sollte. Ja, da wird er uns auf jeden Fall nicht nerven. Garantiert nicht. Yo, wahrscheinlich. Das dürfte reichen erstmal für die Höhe. So. Bam. Und nochmal. Ja, das ist halt wirklich eine Sache, die ein bisschen dauert, aber halt nicht anders großartig geht. Aber da wir das Endresultat haben wollen, auch so sein muss. So. Bam, bam. Und jetzt hier nochmal. Okay, läuft auf jeden Fall. Ist jetzt wirklich, mehr oder weniger wirklich nur eine Massenproduktion. So, hier haben wir das. Dann haben wir hier, eins, zwei. Ne, eins, können wir da wirklich noch eins hoch vielleicht? Das wäre jetzt die Frage, jetzt will ich mal gerade testen, ob das reicht hier. Wir haben also quasi das hier, wo das drin steht. Dann haben wir ein, hier so, also quasi 1, 2, 3, 4. Passt das? Ich will es mal gerade testen, ob das geht. Das ist wirklich schon mal so eine Frage. Der Rest ist ja wirklich nur noch Massenarbeit. Wenn wir jetzt wissen, das geht nicht, dann wissen wir Bescheid. Wenn wir wissen, es geht, wissen wir auch Bescheid. Also da passt, von der Masse ist ja jetzt schon irgendwie alles klar, wie es funktioniert. Zack. Ach komm, sag uns nicht ernsthaft. Ah, wir hatten ja noch einen Stack, okay, läuft. Also so viel verbraucht es auch gar nicht, wie ich gedacht habe anfangs. Boah, Alter, komm.
Ernsthaft. Hab gedacht, es würde viel mehr Lore und so einen Scheiß verbrauchen, aber nee, wir sind ja schon relativ weit. Gleich auf der Zwischenplattform, die wir da oben dann machen werden. Von daher passt es doch schon, denke ich mal, ganz gut. Wenn ein bisschen mehr, wir sind schon ein bisschen hart am Überziehen, okay? Ja, passt, reicht sogar. Heißt, wir können das so machen, dass wir hier... Ha? Dann 1, 2 und 3. Heißt, da unten haben wir es ein bisschen gerade zu überflüssig viel gemacht, aber egal. So. War gerade wieder ein bisschen übertrieben da unten, aber egal. Egal, haben wir da unten halt mal ein bisschen mehr Platz gegeben, als wie es sein müsste. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. So. Ja, komm, hau hoch die Scheiße. So. Noch eine hoch. Dann will ich auch gleich mal die Folge beenden, weil ich will ja jetzt nicht noch eine machen daraus. Sondern es sollten die 6 sein, die es werden und dann ist auch gut. Dann ist das nächste Mal der Pierre wieder mit dabei. Ist ja wunderbar, liebe Leute. Mach noch bis zur Zwischenplattform, werde ich es noch hochziehen. Danach ist gut.